So, hier kriegen wir das jetzt, glaube ich, auch relativ flott hin, indem wir einfach mal einen Widerstand nehmen und eine Induktivität nehmen. Und ich mache jetzt mal das Fensterchen hier ein bisschen was kleiner, dass ich hier nebenbei noch das andere Fenster hinbekomme, wo die Schaltung zu sehen ist. So. Und jetzt brauchen wir ja eigentlich nur diese Masche hier drüben halt aufzumalen. Also verbinde ich das jetzt einfach im Kreis, gebe den Werten, die wir da haben, den Bauelementen mal irgendwie eine vernünftige, also die richtigen Werte. Das sind 60 Ohm, das sollen 600 Millihenry sein, was ja irgendwie relativ viel sind. Und ich mache mal noch, das wird jetzt hier nicht viel Unterschied machen, aber standardmäßig haben die Induktivitäten immer einen Serienwiderstand von einem Milliohm. Das sollten jetzt gegenüber den 60 nicht so wahnsinnig von Bedeutung sein. Ich setze die aber mal händisch halt auf 0. So, und jetzt brauchen wir noch eine Masse. Die schließe ich mal einfach hier unten an. Und jetzt können wir eigentlich damit schon direkt lossimulieren. Ja, wenn wir jetzt hier mit simulieren, wir wollen jetzt natürlich transient simulieren, brauchen wir mal irgendwie eine Idee, wie lange der jetzt halt simulieren soll. Jetzt hatten wir ja schon ausgerechnet, dass sozusagen unser Lambda hier in der Lösung, das war ja das, was hier drüben stand, R2 durch L. Ja, das stelle ich jetzt mal so um, dass da halt eine Zeitkonstante rauskommt. Die nenne ich mal Tau. Und das wäre halt L durch R2. Das wären halt die 600 Millihenry. Henry waren Voltsekunde pro Ampere 60. geteilt durch 60 Ohm. Und Ohm waren Volt pro Ampere. Dann kürzen sich die Ampere gegen die Ampere und die Volt gegen Volt. Und da bleiben halt Sekunden bzw. Millisekunden über. Kann ich hier noch eine 0 wegkürzen und ich kann halt die 6 wegkürzen. Dann sollten das 10 Millisekunden sein als Zeitkonstante. Und das heißt, wenn ich jetzt in meinem LT-Spice hier mal irgendwie sowas wie, ja, zum Beispiel 50 Millisekunden oder 100 Millisekunden einstelle, kann das so falsch nicht sein als Zeit. So, jetzt können wir uns hier die Spannung angucken oder halt den Strom und stellen fest, okay, da ist halt erstmal nichts. Naja, da fehlt halt auch eine Quelle, ne? Wir brauchen noch irgendwie eine Anfangsbedingung. Und die Anfangsbedingung kriege ich halt hin, indem ich hier reingehe, glaube ich, meines Erachtens und halt sage, IC, das ist die Initial Condition, das ist die Anfangsbedingung auf Englisch ist 1. So, wenn ich jetzt damit simuliere, dann passiert da immer noch nichts. Jetzt müssen wir halt noch dem Simulationskommando hier sagen, skip Initial Operating Point Solution. Ja, oder wir wollen halt, hallo, hallo, herein. Ja, hier steht jetzt halt UIC, das ist so die Abkürzung für Use Initial Condition. Also hier kenne ich mich halt irgendwie relativ gut aus. So. Und dann kriegen wir halt wunderbar unsere E-Funktion, die von einem Ampere abfällt und sozusagen so runtergeht. Ja, genau das, was wir jetzt auch da vorher ausgerechnet haben, dass wenn man jetzt diese Funktion hier mal in MATLAB oder in Octave plotten würde, ich kann das jetzt ja mal vielleicht das in Octave noch mal einmal kurz machen. Also mal einmal Octave auf. Das Fenster halt ein bisschen kleiner, dass ich das hier auf die Seite bekomme. R2 sollen 60 Ohm sein, L sollen 600 Milli sein, mindestens 10 hoch minus 3. Und das K waren 1 Ampere. Ja, und dann kann ich halt sagen, ich brauche jetzt mal irgendwie einen Zeitbereich. Das nehme ich jetzt genauso wie da vielleicht in dem LT-Spice von 0 bis 100 Millisekunden. Milli sind wieder 10 hoch minus 3. Und weiß nicht, 101 Werte nehme ich mal dafür. Und dann können wir halt das IL von t ausrechnen. Das ist das k mal die E-Funktion Exponent minus R2 durch L mal t. So, und wenn wir das jetzt hier plotten, plot t und IL, dann kommt da halt genau das gleiche Fensterchen raus. Jetzt müsste man mal hier die Achsen noch schön beschriften, aber das ist die
die gleiche Funktion, die halt da jetzt so rauskommt.